Name ist Uwe Lingelbach. Ich bin zusammen mit Frau Hellwig, Oberstufenkoordinator an der Bertolt-Brecht-Oberschule. Das heißt, wir leiten die Klassen 11 bis 13 und bei uns kann man die gymnasiale Oberstufe in der 2- und 3-jährigen Form besuchen. Ich bin Hanna Eggers, ich bin seit der 7. Klasse der Bertolt-Brecht-Oberschule und war in der 11. Klasse ein Jahr in Amerika und kam halt dieses Jahr jetzt wieder auf die Schule zur Oberstufe. Jetzt in der Oberstufe, finde ich, sind alle sehr freundlich und nett zueinander. Ich komme auch jetzt gerne zur Schule, weil alle Menschen so freundlich sind. Der Unterricht macht auch mehr Spaß, weil auch alle konzentrierter sind. Also anfangs war die Oberstufe immer eher sehr klein. Wir hatten lange Zeit pro Jahrgang nur 40 bis 50 Schüler. Seitdem wir das machen, haben wir also ein kontinuierliches Ansteigen der Zahl. Und jetzt sind wir bei etwa 320. Und wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr um die 80 sind, die also das Abitur erfolgreich bestehen werden. Das Besondere an unserer Schule ist ja, dass wir ganz viele Schüler haben, die von anderen Schulen kommen. Das heißt, wenn ich das mal umrechne, sind es ungefähr 30 verschiedene Schulen, die wir hier dann in der Oberstufe zusammenfassen. Naja, ich war, bevor ich auf diese Schule gewechselt bin, im Ausland und ich wollte sowieso einen neuen Start machen, bevor ich jetzt meine Oberstufe mache. Ja, ich bin gewechselt, weil ich halt Medizin studieren will und bessere Noten brauchte und bin ich mit 2,5 Jahren gewechselt und werde jetzt hier relativ gut gefördert und versuche mich dann zu verbessern auf 1,5 und ein gutes Abi zu machen. Ich fühle mich hier viel wohler und ich bin auch wirklich glücklich, dass ich den Wechsel gemacht habe. Also die Oberstufe ist sehr wichtig für die Schule und dass der Unterricht einfach für die Oberstufe besonders ist. Also finde ich mit den ganzen Smartboards in den Räumen und so Präsentationen, dass man also wirklich dann auch vorne steht und auf das also ein bisschen mehr macht als nur diesen praktischen Frontalunterricht. Was ich eben hier besonders gut finde, sind die Lehrer. Die gehen extrem gut auf die Schüler ein. Man lernt sehr viel, man hat nicht allzu sehr viel Stress. Die balancieren das sehr gut aus zwischen Lernen und Spaß. Und natürlich auch die Leute, die sind hier sehr offen und sehr locker. Mir gefällt das hier wirklich sehr, auch dieses soziale Umfeld. Es ist wesentlich besser hier als auf meiner alten Schule. Es ist allgemein eine sehr warme Atmosphäre. Ich habe das Gefühl, dass die Lehrer sich auch wirklich um die individuelle Entwicklung ihrer Schüler wirklich kümmern und auch bemühen, da Potenziale auszuschöpfen, zu entdecken und auch wirklich zu fördern. Ich persönlich habe jetzt gar keine Angst vor dem Abitur, weil ich mich wirklich vorbereitet auch fühle.